Wir haben Ihnen ein Dokument verteilt, und das ist die Übertragung dieses Beschlussantrages in leichte Sprache. Die leichte Sprache ist eingeführt worden und versucht sich gerade auch zu etablieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Menschen mit Lernschwierigkeiten sind Menschen, die sich heutzutage so bezeichnen. Zu alten Zeiten nannte man sie mal geistig behindert. Das ist ein veralteter Begriff, und ich bin sehr froh darüber, denn geistige Behinderung ist eigentlich keine Definition. Man weiß nicht, wie das definiert ist. Menschen mit Lernschwierigkeiten sagen von sich selbst, das Einzige, das wir gemeinsam haben, ist, dass wir uns ein bisschen schwerer tun, Dinge zu lernen. Wir sind ein bisschen langsamer, wir haben vielleicht Schwierigkeiten, einzelne Anteile zu erfassen, aber insgesamt eint uns das, dass wir nicht geistig behindert sind, sondern wir haben Lernschwierigkeiten. Und gerade für diese Menschen ist die leichte Sprache ganz besonders wichtig. Und ich mache dieses Plädoyer, weil ich glaube, dass sich der Südtiroler Landtag mit diesem Thema befassen muss. Der Landtag tut es im Übrigen von sich aus, ohne dass die grüne Fraktion hier mit dem Finger zeigt. Es ist eine Ausarbeitung, es ist eine Präsentation des Landtags in einfacher Sprache in Ausarbeitung. Die Wahlgesetze wurden auch gerade von den Selbstvertretungen in leichte Sprache übertragen. Und es ist wichtig, weil leichte Sprache ganz oft banalisiert wird, belächelt wird als Kindersprache, als etwas, das irgendwie ein bisschen lachhaft ist. In Wirklichkeit bietet es Menschen mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit, Dinge zu verstehen, die sonst nicht verständlich wären. Und ich glaube, für uns als Vertretungen der Politik ist das besonders wichtig, weil wir es schon fast gewohnt sind, in einer Sprache zu sprechen, die man auch zum Teil vielleicht nicht verstehen soll. Und Politikerdiskurse zeichnen sich leider negativ dadurch aus, dass sie oft noch unverständlicher sind als andere. Leichte Sprache seht ihr daran zum Beispiel, dass immer eine bestimmte Textgröße da ist, dass, dass es natürlich einfacher geschrieben ist, so wie man spricht, wenn man einfach spricht, dass zum Beispiel die Genitive ausgelassen werden, dass zusammengesetzte Wörter gekennzeichnet werden durch diesen kleinen Punkt und dass wichtige oder auch wichtige Wörter oder auch Negationen in Fett hervorgehoben sind. Ich lese ihn euch vor, damit wir auch sehen, wie das klingt. Dieser Text ist ein Beschlussantrag. Ein Beschlussantrag ist ein Text von Landtagsabgeordneten. In einem Beschlussantrag schreiben die Landtagsabgeordneten, dieses Thema ist wichtig. Der Landtag und die Landesregierung müssen über dieses Thema reden. Dieser Beschlussantrag ist von den drei Landtagsabgeordneten der Grünen Partei in Südtirol, Brigitte Foppa, Ricardo de los Barba und Hans-Peter Staffler. Das Thema von diesem Beschlussantrag ist: Alle Menschen mit Beeinträchtigungen sollen öffentliche Verkehrsmittel gut benutzen können und die Menschen sollen mobil sein können. Mobil sein heißt, die Menschen kommen von einem zum anderen Ort und die Menschen können selbstständig irgendwo hingehen oder fahren. In diesem Beschlussantrag können Sie lesen, was steht im Landesgesetz Nummer 7 aus dem Jahr 2015 zum Thema Mobilität. Ich lese jetzt schon viel zu schnell, aber ich habe nur noch 5 Minuten. Was haben die Menschen bei der Tagung vom Südtiroler Monitoring-Ausschuss über Mobilsein gesagt? Und was muss die Landesregierung in Südtirol tun? Was steht im Landesgesetz Nummer 7 aus dem Jahr 2015 zum Thema Mobilität? Sie sehen, die Sprache ist auch ein bisschen redundant. Das Landesgesetz Nummer 7 aus dem Jahr 2015 ist das Gesetz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Das Gesetz können Sie im Internet in leichter Sprache finden. Wir wissen, es wurde damals übertragen. In den Artikeln 29 und 30 von diesem Gesetz steht, Menschen mit Beeinträchtigungen sollen überall dabei sein können, alles benutzen können und überall mitmachen können. Für Menschen mit Beeinträchtigungen darf es keine Barrieren geben. Barrieren machen den Menschen nämlich das Leben schwer. Barrieren sind zum Beispiel Stiegen oder schwierige Texte. Stiegen sind Barrieren für Rollstuhlfahrerinnen. Rollstuhlfahrerinnen können nämlich nicht über Stiegen fahren. Und schwierige Texte sind Barrieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Menschen mit Lernschwierigkeiten können nämlich schwierige Texte nicht verstehen. Menschen mit Beeinträchtigungen sollen überall hinkommen können. Alles muss auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich sein. Zugänglich ist ein anderes Wort für offen und ohne Barrieren. Menschen mit Beeinträchtigungen sollen selbstständig irgendwo hinfahren oder gehen können. Zum Beispiel zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Rollstuhl oder mit dem Auto.
dann sind die Menschen mobil. Dann können Menschen selbstbestimmt leben. Und die Menschen können überall dabei sein. Ihr seht, wie erholsam so eine einfache Sprache ist. Was haben die Menschen bei der Tagung vom Südtiroler Monitoring-Ausschuss gesagt? Sie haben gesagt, vieles vom Landesgesetz Nummer 7 aus dem Jahr 2015 ist noch nicht umgesetzt. Für viele Menschen in Südtirol gibt es immer noch Barrieren. In Südtirol soll es keine Barrieren mehr geben. Alle Verkehrsmittel und alle Dienste sollen ohne Barrieren sein. Dann können alle Menschen selbstbestimmt leben. Dann können alle Menschen überall dabei sein. Und viele Menschen mit Beeinträchtigung brauchen dann vielleicht keine Unterstützung mehr. Diese Menschen haben gesagt, wir berichten von Barrieren aus unserem Leben. Und die sind: Wir können die Durchsagen in den Bussen oft nicht verstehen. Wir brauchen Anzeigen im Bus. Und die Anzeigen müssen gut zu sehen sein. Auf den Anzeigen muss gut zu lesen sein. Da zum Beispiel, das ist die nächste Haltestelle. An Ampeln brauchen wir Töne und Zeichen. Die Töne müssen laut sein und die Zeichen müssen gut zu sehen sein. Und diese Töne und Zeichen müssen immer wieder kommen. Einmal ist nämlich nicht genug. Dann wissen wir genau, jetzt können wir sicher über die Straße gehen. An vielen Orten gibt es noch keine Rampen für Rollstuhlfahrerinnen. Und für uns Rollstuhlfahrerinnen sind die Schalter an den Bahnhöfen nicht gut. Bei den Schaltern kaufen die Menschen die Fahrkarten oder die Menschen bekommen Informationen zu den Zügen. Die Schalter sind zu hoch. Und die Rollstuhlfahrerinnen können deshalb mit den Mitarbeiterinnen vom Bahnhof fast nicht reden und können ihre Fahrkarten nicht selbst kaufen. Wir müssen 12 Stunden im Voraus sagen, in 12 Stunden will ich mit einem Zug fahren. Nur dann bekommen wir die Unterstützung am Bahnhof oder im Zug. Das ist viel zu lange. Es gibt zu wenig öffentliche Toiletten. Und viele öffentliche Toiletten sind nicht barrierefrei. Die Fahrerinnen von den öffentlichen Verkehrsmitteln wissen noch zu wenig über uns. Sie wissen nicht, wie tue ich mit Menschen mit Behinderung oder wie rede ich mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es gibt zu wenige Busse in Südtirol, deshalb müssen wir oft mit privaten Autos fahren. Das ist teuer. Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten brauchen die Informationen für die öffentlichen Verkehrsmittel in leichter Sprache. Sonst können wir zum Beispiel die Fahrpläne und Informationen nicht verstehen. Einige Bahnhöfe sind noch nicht barrierefrei, zum Beispiel der Bahnhof von Sterzing. Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen lernen können, wie kann ich besser mobil sein. Aber auch für andere Menschen ist nicht alles zugänglich, zum Beispiel für alte Menschen oder Eltern mit Kinderwagen. Deshalb müssen die Politikerinnen etwas tun. In Südtirol sollen alle Barrieren abgebaut werden. Und das steht auch in der UN-Behindertenrechtskonvention. Und was muss die Landesregierung nun tun? Der Südtiroler Landtag sagt, zur Landesregierung in Südtirol soll es keine Barrieren mehr geben. Deshalb muss die Landesregierung vieles tun. Wir hatten jetzt hier einige Vorschläge gemacht. Die Vorschläge sind ersetzt worden durch einen Ersetzungsantrag, den wir zusammen mit dem Kollegen Lanz verfasst haben. Unsere Vorschläge, ich fasse sie jetzt kurz zusammen, denn die Zeit drängt, war, dass alle öffentlichen Verkehrsmittel für alle zugänglich sind, dass auch die Bahnhöfe zugänglich sind. Herr Schuller spricht in einfacher Sprache. Alle Busse müssen Rampen haben, alle Bahnhöfe müssen barrierefrei sein. Die Menschen müssen alle Züge jederzeit benutzen können und mit weniger als 12 Stunden Voranmeldung. Die Fahrer und Fahrerinnen der Busse sollen sich einstellen können auf die Menschen und deshalb müssen sie vielleicht auch nochmal zusätzliche Schulungen bekommen. Es soll eigene Taxis geben oder zumindest einen Transport, auch in der Freizeit. An den Bahnhöfen und in der Mobilität muss es Informationen in leichter Sprache geben. Denken wir mal, wie schwierig ein Fahrplan oft ist mit der Legende, auch für Menschen ohne offensichtliche Beeinträchtigung. Es, für Menschen, die Sehschwierigkeiten haben, braucht es eine besondere App, wo sie auch die Schrift zum Beispiel vergrößern können. Alle Informationen sollen mindestens 2 Sinne ansprechen, nämlich das Hören, Sehen, Tasten, ganz schnell. Ich habe ein bisschen langsamer geredet heute, Herr Präsident. Für Menschen mit Problemen beim Hören und Schreiben soll es eben diese App geben. Und es soll auch den Euroschlüssel für die Toiletten geben. Mit denen kommt man nämlich in barrierefreien Toiletten in ganz Europa hinein. Und der Änderungsantrag, den wir ausgearbeitet haben, der ist noch sehr viel einfacher und der sagt, dass sich die Landesregierung mit den Vertretungen der Menschen mit Beeinträchtigung zusammensetzen soll.
herausfinden, was es alles braucht, was alles noch fehlt. Und dann soll ein Plan ausgearbeitet werden, was man tun muss und wie man es umsetzen kann. Und wir bitten um eure Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank.